Jo, guten Morgen, was geht ihr? Grünen Äpfel. Ja, die so ein bisschen älter sind, aber die sind aber auch gut, ja. Also nicht vergessen, nicht wegschmeißen. Braune Stellen kann man wegschneiden. Oder seid einfach harte Kerle und isst sie trotzdem. Yeah. Und willkommen zur ja, nächsten Folge Majora's Mask. Ja, beim letzten Mal haben wir eben hier so ein bisschen eben den Dämmerwald-Tempel. Mehr oder weniger. Fast durch. Jetzt geht's weiter. Schauen wir mal, was passiert. So. Genau, wir haben. Müssen wir mal gucken, wie viel fehlen wir. Hatten das letzte Mal, ich glaube, so 10 oder 11. Halt, halt, halt. 11, ja. Gut, gut, gut. Wir haben da noch zwei Räume. Beziehungsweise einen Raum. Wo wir noch nicht waren. Der Bossraum ist auch da. Allerdings. Ja, schauen wir mal. Ja, genau, hier hat's ja auch ein paar. Da ist eine Fee. Da ist auch noch mal eine Fee. Das wäre dann die Nummer 12, genau, 13, 14, 15, ja. Zwei Stück brauchen wir noch. Ich glaube, da hat es noch welche. Autsch. Autsch, 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 ja. Das hat weh. So. Beste Musik ever. Halt. Boah, das war jetzt voll gut gezielt und so. Nicht. Ist da nochmal eine Fee? Oder da? Nope, okay. Wir haben auch fast keine Dinger mehr. Keine, Pfeile. Ja, da ist noch eine. Das wäre dann die Nummer 14. Also wäre jetzt wirklich sau hart, wenn da jetzt noch eine wäre. Aber kann ja sein, ne? Schauen wir mal. Brauche nicht mehr den kompletten Pfeil hier. Okay, wir haben wieder ein paar Pfeile bekommen. Das ist sehr gut. Hi! Läuft bei uns. Wir haben alle verehrten Feen bekommen. Ja, cool. So. Die Maske hier aus kurz. Soweit ich weiß, genau, da hat es einmal den Dinger da. Ja, ich glaube, wir müssen eher. Autsch, halt, halt. Denk nicht so schnell, mein Freund. So. Hat nicht gereicht, ist nicht schlimm. Brauchen jetzt da nicht hochzugehen. Wir nehmen einfach hier unsere Maske und tun uns dann als Deko-Link da hoch ballern, mehr oder weniger. So, like this. Und gehen einfach da direkt ganz nach oben. Ah, nichts irgendwie, okay. Kein Item, nix. Ist da oben auf dem Dach was? Nope. Nope, nope, nope. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, meine lieben Freunde, denn es war jetzt total für den Arsch, was ich gerade gemacht habe. Wirklich so hart für den. Ich peil's als selber nicht irgendwie. Halt, Moment. Langsam, mein Freund. So, drehen wir uns mal kurz um und gehen wieder da hoch. Und schwer ist ja eigentlich nicht. Es gibt nur einen logischen Weg und einen weniger logischen Weg. So, einfach nur schauen, dass wir den logischen Weg einschlagen hier. Und genau, da
kurz die Maske ab. Oh, Link, Alter, geh da rein. So. Yes, meine Friends. War eigentlich so easy. Na gut, das brauchen wir nicht. Wir haben eh schon hier voll und so. Ja, und jetzt geht's eben zum Hüter. Diesen Tempels. Oder Hüterin, keine Ahnung. Auch bekannt als Odolva. Die fertige Waldkreatur. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Willenloser Dschungelkrieger, also ein Wort, ne? Jetzt geht noch nichts, macht er noch so einen anderen Schrei. Da macht er dann so ein bisschen was anderes dann noch. Autsch. Haben wir überhaupt noch Feen? Ja, eine. Okay, okay. Warte, ich hab noch nur. Ist. Ah, das sind so komische, keine Ahnung, was für eine. Was für Scheißviecher das sind hier. Welche komischen Kakerlaken oder so. Fuck. Ja, jetzt ist das hier wieder. Ne, noch nicht. Alter, das war jetzt voll gemein hier, Odolva, was du gerade gemacht hast. Ja, das wird jetzt auch was Kleineres. Turn it up, turn it up, turn it up. Yeah. Ich hab meiner geht voll ab hier. Alter, du Penner jetzt. Spackt voll ab. Hat irgendwie an irgendwelchen Fröschen geleckt, wahrscheinlich, dass er hier so abspacken kann. Digga, bleib mal sportlich. Bitte turn it up, bitte turn it up, irgendwie so. könnte man meinen, dass er. Ja, der Marathon kackt gerade ab, der was geht. Voll cool. Komischen mega fliegende Todes hier. Alter, du Penner, bleib doch mal stehen kurz. Mein Marathon kackt gerade voll ab. Voll witzig. Eigentlich nicht, aber egal. Ich glaub, das liegt an diesem Kack-Plugin. Boah, ey, das sind jetzt gerade voll die Bier-Shows. Aber wir haben trotzdem erledigt. Also irgendwann sollte das jetzt wieder schneller gehen hier. Ja.
Why the fuck? Ja. Naja, hat nichts gebracht. Ja, jetzt geht es wieder schneller. Ja, so halbwegs. Okay, dann haben wir uns schon mal den ersten Tempel hier. Oh, du Wasservermächtnis ist auf dich übergegangen. Ja, yeah, cool. So. Ich habe mich vorhin geschnitten wie so ein Spast. Na egal, nicht so schlimm. Deswegen blutet es ein bisschen. Also mittlerweile nicht mehr, aber ja, ich habe hier so ein Tuch. Scheint es wieder halbwegs zu gehen. Ist gut. Ich finde es trotzdem kacke, dass der Emulator voll oft abkackt. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob es an dem Grafik-Plugin liegt. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber das Problem ist halt, die anderen, die sind halt mega schlecht. Ja. Die zeigen mir halt teilweise Szenen gar nicht genau an. Oder wenn ich halt zock, dann hat es halt voll die Fehler. Was ist das? Also mehr oder weniger die Wächter, die vier Wächter von den Gebieten. Das ist jetzt so der erste Wächter, den wir mehr oder weniger befreit haben. Warte, hör doch. Es scheint etwas zu sagen. Kann es sein, dass er uns durch seinen Wein so etwas wie eine Melodie lehren möchte? In Zelda doch nicht. Hallo? Bei Zelda? Melodie? Steh nicht einfach herum, schnapp dir dein Instrument. Ob das wohl das Lied ist? Genau. Ja, das ist ein Lied, das brauchen wir. Boah, zum Glück ist die Folge gleich fertig. Ja. Dann spackt's auch nicht mehr so ab. Du hast den Gesang des Himmels erlernt. Wobei, es geht ja jetzt. Jetzt geht's. Aber vorher war's. Also während dem Bosskampf hat's irgendwie, keine Ahnung, hab ich das Gefühl gehabt, wir schauen uns gerade alle gemeinsam eine Bildershow an. Yeah! Ein cooler Familienabend. Packt Popcorn aus und Cola und dann geht's ab. Ja, so. Mehr oder weniger. Was sagt ihr eigentlich zu meinem Mario Kart Video? Das geht ja fast eine Stunde, oder ist, geht eine Stunde. Komplett Mario Kart durchgeschafft, alle Tracks und so. Du hast den Gesang des Himmels erlernt. Ich hab mir einfach aus Scheiß gedacht, komm, jetzt machst du mal Mario Kart komplett. Vom Ding her. 50 Kubik. Mode. Ruf uns. Das hat er gesagt. Genau. Ich habe halt wirklich alle Cups. 4 Stück. 4x4 und so, ja. 16 Tracks insgesamt. Genau. So, jetzt haben wir im Endeffekt den Tempel hier befreit. Das Wasser klärt jetzt auch ihre Farbe von violett auf natürlich blau oder ja. Durchsichtig. Wow, ey. Und so. Ja. Och Mann, ey. Und da hinten müssen wir hin, ja, in diesen Durchgang, glaube ich. Oder an den anderen, da hat es zwei Durchgänge. Boah, Leute, ich glaube, ich mache jetzt echt einen Cut. Weil es macht euch auch keinen Spaß, das so zu sehen. Diese vier, von denen Tal gesprochen hat. Denkst du, er meinte den Geist, der in dieser Maske gefangen war? Oh hey, du hast dich gar nicht mal so dumm angestellt. Hast du so etwas schon mal gemacht? Nö. Ich habe zwar nur die Welt vom Großfürsten des Bösen befreit, aber hey, nee, sowas habe ich noch nicht gemacht, ja. Lass jetzt nur nicht nach, mach so weiter und rette die anderen drei.
Hey, was ich getan habe, ich meine, dein Pferd und so, ich entschuldige mich. Entschuldigung. So, ich habe mich jetzt entschuldigt. Ich will jetzt keine Vorwürfe mehr hören, verstanden? Wir haben der Prinzessin geholfen, so wie es der Affe wollte. Unser nächstes Ziel sind die Berge. Lass uns gehen, damit das Sauerkind nicht mehr Schaden anrichten kann. Ja. So. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch einen schönen Tag. Viel Spaß. Tut mir leid, ich gucke, dass ich die Einstellung von diesem Kackteil mal unter die Dings bekomme hier, in den Griff bekomme, weil es ist nichts. Ja. So. Genau, ich entschuldige mich dafür auf jeden Fall bei euch. Es tut mir leid. Hoffentlich kriegen wir das dann alles richtig schön hin. Und ja, bleibt sauber, macht keinen Scheiß und bis zur nächsten Folge. Haut rein, ciao.